Hallo und herzlich willkommen zum Videotutorial in Word 2010. Heute schauen wir uns die Seitenrahmen genauer an. In Word 2010 lassen sich auch Seitenformatierungen umsetzen. Hierzu gehen wir hier auf Seitenlayout. Hier haben wir hier die Seitenränder. Das Ganze findet man aber auch noch unter Start. Hier bei den Rahmentools haben wir hier unten Rahmen und Schattierungen. Hier könnte man also ebenfalls reingehen. Hier haben wir dann dieses Fenster und bei Seitenlayout sieht es genau gleich aus. So, der Seitenrahmen bezieht sich auf die ganze Seite. Man könnte jetzt hier einfach nur sagen Kontur, ganzes Dokument. Und dann haben wir hier auf der ganzen Seite einen Rahmen. Es gibt noch andere Möglichkeiten. Man könnte jetzt hier auch entsprechend eine Farbe setzen. Hätten wir hier einen roten Rahmen. Oder mir sagen, wir wollen einen Effekt haben. Schauen wir mal, was da so gibt. Hier haben wir zum Beispiel Herzchen. Bisschen größer, dass man das sieht, die Herzen. Oder passend jetzt gerade zu Halloween. Schauen wir mal, irgendwo waren doch die Kürbisse. Hier waren die Kürbisse, die man ebenfalls dann mit einer entsprechenden Farbe versehen kann. Und wichtig ist hier wieder das gesamte Dokument. Und dann haben wir hier die entsprechenden Kürbisse.